Hallo, hier sind wir wieder mit Speak to That. Lass uns darüber sprechen. Heute geht es um Geschwindigkeit, um schneller oder langsamer werden und ankommen. Wir möchten eine Voraussetzung für dich schaffen, damit du Einsichten haben kannst, deine, für dein Leben, nicht unsere. Und dafür gibt es Möglichkeiten, Richtungen, die wir zeigen. Was hörst du gerade? Oder siehst irgendetwas jetzt? Ich hörte einen Vogel davor. Und jetzt ist die Nonna da draußen und spricht mit meinem Sohn. Und ich bin in meinem Zimmer und sehe die Bäume und komme an. Genau hier und jetzt. Weil das Leben spielt nur in diesem Moment durch dich. Und indem du präsent wirst zum Jetzt, wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit langsamer, als du es dir gewohnt bist, wenn du deinen schnellen, schneller werdenden Gedanken zuhörst. Du kannst hier sein mit uns, hier und jetzt. Ja, ja, das Leben, es hat eine natürliche Geschwindigkeit, die wir dann wahrnehmen, in diesem jetzigen Moment der Präsenz. Und das war für mich unfassbar entspannend, als ich das erste Mal überhaupt mit der Idee konfrontiert wurde. Ich wurde empfohlen, ein Buch zu lesen mit dem Titel Slowing Down to the Speed of Life, also die Geschwindigkeit, entschleunigen auf die Geschwindigkeit des Lebens. Und ich spürte schon beim Lesen des Titels, dass ich weit schneller unterwegs war, als das Leben es war. Immer im sich schnell drehen von meinen Überlegungen und Gedanken. Immer schnell fokussiert auf den nächsten Schritt und was es zu tun gibt und die Produktivität und das Voranbringen vom Leben. Die ganze Zeit. Und immer wenn ich ein gefühltes Problem oder Herausforderung in meinem Leben hatte, fühlt es sich für mich intuitiv an, noch schneller zu gehen. Noch schneller zu überlegen, sodass ich schneller zu einer Lösung kommen kann, sodass ich schneller umsetzen kann, sodass irgendwas im Außen entstehen kann, sodass ich innen okay sein kann. Es war ein wahrhaftiges Rennen zum Grab. Das ist immer so, wie ich das heute nenne. Wo wollte ich hin rennen so schnell? Ich wusste es nicht. Und als ich entdeckt habe, oh, in einem kontraintuitiven Moment die Geschwindigkeit rauszunehmen und in Ruhe zu kommen, im Einklang zu kommen mit dem eigentlichen natürlichen Geschwindigkeit meines Lebens. Naja, all die Probleme, die ich meinte zu haben, dissolved. Auf Deutsch, sie haben
aufgelöst. Löst aufgelöst. Ganz, ganz häufig in diesen Momenten das Herausfallen aus der Geschwindigkeit in die Entschleunigung. Ja. Und darum reden wir oft so langsam, gell, Lea? Ja. Ja. Und vielleicht für dich auch hier zum Beobachten. Einfach als Experiment. Wenn du denkst, du müsstest aufs Gaspedal, ist es ein Zeichen to slow down. Und vielleicht fühlt es sich im ersten Moment kontraintuitiv an, wie Shelia es beschrieben hat. Aber es kann dir nichts passieren. Du kannst es einfach mal ausprobieren und schauen, was sich da zeigt für dich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.